Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Brandon. Heute haben wir uns eine spannende Frage rausgesucht: Warum haben wir eigentlich Angst? Wir alle kennen Situationen, wo man auf einmal Panikattacken kriegen und sich wirklich nicht erklären kann, warum hatte ich jetzt Angst davor gehabt. Oder wenn man ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen ist, man will nachts schlafen, hat man auch Angst im Dunkeln, weil man denkt, dass Geister aus dem Bett rauskommen oder irgendwelche lustigen Sachen. Aber warum haben das eigentlich Menschen oder was ist eigentlich Angst? Naja, Angst, das ist eine Fähigkeit sozusagen, was schon mit uns angeboren ist. Und sobald wir eine gefährliche Situation haben, will sich der Körper sich selber sozusagen davor schützen. Und oder überlegt ihr, man könnte euch ein Leben ohne Angst vorstellen? Ich persönlich nicht. Man würde man sozusagen alles reinrennen, man würde in jedes Auto reinrennen, man würde ein Tiger hinterherlaufen und man würde denken, wenn man gefressen wird, wird man halt gefressen, auch kein Problem. Aber es wäre dann so. Also sagen, das ist nichts anderes, außer so ein Selbstschutz vor Gefahren. Weil wir kennen das ja alle, wenn es da irgendwie gefährlich wird, dann will man auch irgendwie eine Reaktion dazu zeigen. Und wenn wir die angenommen nicht hätten, dann wäre irgendwie das Leben komplett anders und vielleicht wird man sogar gar nicht mehr existieren. Also es ist schon irgendwo gut, dass man nämlich Angst haben, aber wir kommen auch drauf ab, was es für Angst ist, darf natürlich auch keine Angststörung werden, wenn man jetzt auch noch anfängt, Angst vor einem Schulranzen zu bekommen. Das wäre natürlich ein bisschen lustig. Aber gewisse Angst ist trotzdem gut und gewisse abstoßende Reaktionen auch, weil sonst wäre das Leben ein bisschen anders. Ich hoffe, dass es euch so gefallen hat und bis beim nächsten Mal dann. Tschüss.